Gar nicht so schlecht, was der Markt uns da aktuell präsentiert. Zumindest mal beim DAX, wenn wir mal auf den Markt zuerst schauen, dann sehen wir, dass wir ja den deutlichen Anstieg hatten. So weit, so schön. Und jetzt im nächsten Schritt das Bild, was wir ganz gerne sehen, nämlich etwas Korrektives hier nach unten. Ist die Korrektur schon zu Ende? Wenn ich ehrlich bin, ich würde mir sehr gerne wünschen oder sehr ernsthaft wünschen, dass wir noch mal einmal tiefer gehen. Warum? Weil das letzte Tief, das, was wir bisher hier hatten, wir können es noch mal hier ein bisschen grafisch herausstellen, also das letzte Tief, was wir hatten, noch nicht etwas Ähnliches wie das hier indiziert hat. Im Gegenteil, die Bewegung, die sich hier dann losgetreten hat, die war noch mehr als korrektiv, wenn wir uns das hier mal bis jetzt angucken. Also, noch nicht der Start. Wenn das ungefähr der Start sein soll, wie wir das hier haben, wir sehen schon den großen Unterschied. Eigentlich müsste das sehr stark und schnell loslaufen. Das wiederum bedeutet, eigentlich müssten wir hier noch mal ein bisschen runtergehen, um dann sagen zu können, hey, dann haben wir ja ein neues Tief und von hier ausgehend hätten wir dann die nächsten Chancen nach oben. Das wäre sehr, sehr typisch, sehr, sehr nachvollziehbar. Und eigentlich so, wie wir uns das idealerweise vorstellen. Also, wir drücken die Daumen, dass der Markt noch mal ein bisschen nach unten geht. Fürs Bild täte das auf jeden Fall gut, denn dann hätten wir eine ganz gute Situation, die wir dann nutzen können. Natürlich auch sogar mit weiteren Zielen, als ich es hier angedeutet habe. Ungefähr das, was wir da haben, noch mal nach oben, wäre dann nicht untypisch. Also, wir sehen schon, das wäre so dieser Klassiker, einfach um eine bessere Ausgangssituation dafür zu bringen. Das muss nicht passieren, dass der Kurs da runterkommt, es wäre aber schick. Und Amerika gibt ganz guten Anlass, dass das tatsächlich so passiert, denn was wir bisher hier hatten, wenn wir uns das nochmal angucken, seit dem Tief sind wir ja eigentlich ganz passend hier nach oben gelaufen. Und wenn wir uns das hintere Teilstück mal angucken, da sehen wir schon, okay, jetzt ist auch so langsam der Drive raus aus der Geschichte, also der Schwung fehlt jetzt. Und für Amerika täte es jetzt auch nach dieser Fünffälligkeit nach oben und nach dem Abklingen der Dynamik ja ebenfalls nicht so schlecht, wenn wir jetzt mal so eine Abwärtsbewegung bekommen. Die sollte dementsprechend hier ein bisschen stärker ausfallen als in Deutschland. Aber wir sehen ja, dass das Bild in Europa und in Amerika nicht immer zwangsweise exakt gleich ist. Aber abwärts hier hätte zumindest mal die Chance, dass damit der DAX das Ganze hier nochmal ein bisschen weiter fortsetzt. Vielleicht zieht sich das Ganze auch noch ein bisschen mehr. Das ist ja ebenfalls denkbar, dass das Ganze dann eben etwas später anfängt. Aber das wäre durchaus stimmig. Also, ich rechne tatsächlich mit der Abwärtsseite aktuell. Noch nicht jetzt zwangsweise sofort, aber wir sind jetzt hier an die nächste Widerstandszone rangelaufen, die ich da ganz gerne für im Auge für habe. Die hier, die hat sich ja schon beim ersten Mal dann erledigt. Die brauchen wir quasi nicht mehr. Jetzt haben wir diese Marke. Das ist jetzt keine ganz sichere, da kann der Markt nicht durch, das ist Quatsch, aber es ist zumindest mal eine Indikation, hier achten die Leute drauf und so wie wir uns asymptotisch hier annähern, hier hat man ja den Eindruck, dass das auch tatsächlich hier schwungmäßig dem Ende entgegengeht und das umso nachvollziehbarer wäre. Kann man jetzt also schon sofort Short gehen? Das würde ich ehrlich gesagt nicht gerne machen. Also wir werden das ganz konkret nicht machen. Was wir aber machen werden, ist genau hingucken, bei der nächstbesten Gelegenheit, das kann ruhig auf kleinen Ebenen schon mal sein, 15 Minuten, 5 Minuten, also man muss da nicht im Stundenchart ewig drauf warten, dass man hier irgendwie sowas hat und dann im Kleinen oder ganz Kleinen dann hier solche Gegenbewegungen, die man dann eben nutzen kann, so wie wir das hier teilweise ja im Kleinen dann auch haben. Also solche Verhaltensmuster sind nicht von der Hand zu weisen, das kann man durchaus ebenfalls mit rannehmen als Möglichkeit zumindest. Also, die Richtung mag sich geändert haben. Wir erwarten einen Richtungswechsel hier in dem Fall auf der Abwärtsseite. Und das muss sich jetzt verifizieren. Das werden wir jetzt hier sehen, ob das im Laufe des heutigen Nachmittags passiert. Also darauf mal besonders Wert legen. Wer mehr Informationen will, wer Trading-Ideen auch noch haben will, der kann sich auch kostenfrei anmelden für das Born for Trading. Kriegt dann immer wieder auch Hinweise, vielleicht sogar Intraday, je nachdem wann das ist. Und wie das Ganze aussieht, wie klar das ist, dann auf Smartphone und bekommt dann einfach so ein paar Tipps, nochmal Anregungen und sei es nur fürs Augentraining, um solche Sachen viel einfacher und schneller zukünftig alleine dann rauszufinden. Deshalb, wer will, kann sich gerne dafür anmelden oder eben für den Trade des Tages, wo wir dann konkret Ideen umsetzen, wo wir sagen, das ist es jetzt wert, umgesetzt zu werden. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.